Moin moin und willkommen zurück zu Let's Play Prototype. Wie viele Punkte haben wir nicht gerade? Bei weitem noch nicht das für das hier. Ja gut, letztes Mal haben wir den Typen verfolgt, den Typen dann wieder beschützt, ihn dann wieder verfolgt, ihn dann wieder beschützt und jetzt verfolgen wir ihn halt wieder. Und ich hoffe einfach mal, dass ich meinen Panzer jetzt gerade ein bisschen behalten kann, weil ich hätte den ganz gerne irgendwie. Auch wenn es wahrscheinlich eine saudumme Idee ist, aber hey. Was soll's. Ich will meinen Panzer. Ich mag meinen Panzer. Okay, folgen wir... Der ist ganz schön schnell. Also er ist auf jeden Fall schneller... Ups, ich wollte gerade spenden. Der ist auf jeden Fall schneller als wir im Panzer. Entschuldigung, Panzer haben ausnahmsweise Vorfahrt. Auch wenn ihr von rechts kamt. Na, voll daneben. Egal. Ja. Tonk. Einmal mitgenommen. Ja. Ich versuche mal zwischen den Autos durchzusteuern, weil ich habe irgendwie das Gefühl, die machen mich langsamer, wenn ich drüber fahre. Was eigentlich logisch wäre. Weiter hinterher. Wo will der Typ hin, verdammt? Nee, aber seine normalen reichen schon aus, weil mein Panzer halt nichts aushält. Ich weiß es echt nicht, kommt mir das nur so vor oder hält mein Panzer deutlich weniger aus als jeder Gegnerpanzer? Ich hab's die Schnauze voll, du stirbst jetzt. Ups, das ist nicht die Waffe, die ich haben wollte. So. Wunderbar, sind wir den schon mal los. Es ist ein Riesenproblem weniger. Jetzt müsste ich die Panzer übernehmen. Gleichzeitig kann ich sie nicht übernehmen. Das überlebe ich eh nicht. Nee, ich habe keine Wahl. Ich muss diese Panzer übernehmen, um überhaupt eine Chance zu haben. Das Problem ist, sobald ich jetzt wieder zu nahe komme, schießen die auf mich. 3, 2, 1, Feuer. Na gut. Ich glaube, das war jetzt der Soldat, der mich gesehen hat, aber egal. Das ist scheiße. Ja, komm, mach ein bisschen schneller. Wieso ist der schon wieder kaputt? Oh, komm schon. Komm hier hoch und ich mach dich kalt. Scheiße, was soll da? Wo steckst du? Da ist er. Komm her. Allmählich finde ich auch raus, welche Taste welche ist. Ja, komm noch ein Stück zurück. Okay, den haben wir auch geschafft. Guck mal, so kann ich mich sogar gut heilen. Ah, ich könnte natürlich wieder mal diese, diese eine Fähigkeit benutzen. Ja. Also ich kann die Panzer nicht übernehmen, das ist mies. Bisschen voll, weil ich jetzt einen Panzer habe, der sowieso schon kaputt ist. Obwohl ich hier mal versuchen könnte, die Geschütztürme vorher auszuschalten, aber ganz ehrlich, das bringt es mir eh nicht. Oh, das ist so lange dauert, die zu übernehmen. Na gut, der Panzer ist nur halb down. Das würde ich kriege den anderen auch noch. Und letzter Schuss. Fertig, so. Consume him now. Warum? Wieso
Weil zum einen, wieso dauert das so lange, bis ich da aus dem scheiß Fahrzeug rauskomme? Und wieso konnte ich ihn vorher nicht übernehmen? Wieso konnte ich ihn vorher nicht schnappen? Jetzt war es hoffentlich der richtige Panzer. Everything here. We've been preparing to fight the wrong war. We can't beat this. We need to pull out and deal with it at a distance. Taggart, I put you in charge because I trust you to do what needs to be done. Cut the heart out of the infection. Sir, the position is untenable. These things, they're beyond our abilities. I don't want to hear one more excuse from you. You get your ass back into the field and get it done. But don't come back. War das Sound gerade nur bei mir so schlecht, oder war das wirklich so? Hm. Naja. Okay. Ja, weiter. Ich prophezeie, dass als nächstes die letzte Mission kommt. Wir haben less than an hour. What's next? The last person responsible for all of this dies tonight. If we make it out of here, you think you're ready? I was made for this. Citadel Command, this is Captain Cross. Mission accomplished. I have Colonel Taggart in custody. Ready for extraction. Ja, das ist die Cutscene, die wir auch am Anfang schon hatten. Also, jetzt nur hier ein bisschen länger. Nach dem Intro. Report. Taggart's order led directly to the collapse of the Central Blue Zone. Welcome home. Operation Red Light is over. Ja, mir eine Kugel in den Kopf jagen reicht ja auch auf jeden Fall aus. War nicht ganz gut, das nicht. What about our men? One's on the ground in Manhattan. You didn't think I was that naive, did you? When you have a festival, saving millions of American lives. I won't let you erase New York like you erased Hope. What? We're 6 minutes. Ach, Scheiße. And only I know the code. You were at Hope, Idaho. You took something from Elizabeth Green. I know what Blackwatch has done. Because everyone I've killed, they're in me. They are me. That's how you... I've stopped this damn thing before. Stopped it dead. Hope Idaho is just a sacrificial lamb. Necessary cruelty. Shoot anything that moves. No one comes in, nothing gets out. Sir. The walkers have sealed themselves in the hospital. We have orders to liquidate the entire population. The mother and child are now military assets. And I just made general officer. You bastard. You could have stopped all this. Weapon detonates, and they think the infection is cleansed. They won't be looking for me. And when I consume you, I'll be able to withstand even this. Bosskampf gegen ihn? Okay, von mir aus. Och nö. Drill.
Den Typen haben wir einmal bekämpft. Und es war mir irgendwie auch schon da einmal zu viel. Oh, ja, super. Und ja, wir sind auf dem Flugzeugträger. Hatte ich ja schon vermutet, dass es da irgendwie enden wird. Defeat the Supreme Hunter and stop the nuclear weapon. Ich habe jetzt keinen Countdown gesehen. Das bedeutet, wir haben vermutlich keinen. Ist auch besser so, denn ich glaube nicht, dass ich den in 6 Minuten schaffen würde. Letztes Mal habe ich, glaube ich, über 10 gebraucht. Okay, aber das war nicht, was ich erwartet hatte. Erstens, okay, scheinbar ist das Kind doch... ja, Katzen haben wir gesehen, scheinbar hat er das Kind doch umgebracht. Okay, ich hätte erwartet, dass es echt Alex ist. Ich weiß nicht warum, es hätte mich nicht überrascht. Und... was mir so viel. Ich bin der Einzige, der den Code weiß. Du kannst mich nicht umbringen. Ich dachte mir so, okay, doch. Genau deswegen kann ich dich umbringen. Sollte dich umbringen und dann übernehmen, wie alle anderen auch. Aber gut. Scheint er ja auch gemacht zu haben. Das Dumme ist, ich habe jetzt schon wieder keinen Plan, was ich hier am besten mache. Hä? Wieso kann ich ihn nicht angreifen? Okay, er kann sich also einfach schützen und damit ist mein Angriff nutzlos, ja? Und letztes Mal hatte der Supreme Hunter... What the fuck? Letztes Mal hatte er... Momente, in denen ich ihn angreifen kann... Ist das richtig oder ist das ein Game Over? Das war ein Game Over, aber ein cooles Game Over. Use the air dash to escape what? Supreme Hunters. Achso, da muss ich also in der Luftball sein. Ja, danke für die Warnung. Okay, ich sehe es aber gerade nochmal genau, ich habe keinen Timer. Das Dumme ist, ich konnte jetzt auch nicht wirklich erkennen, weil er Devastator eingesetzt hat. Aber das ist dumm, meine stärkste Attacke bringt bei dem überhaupt nichts. Was dumm ist, ich behaupte, der Devastator von ihm ist ein Instant-Kill. Und dann bedeutet, ich muss erstmal rausfinden, also wo ich genau erkenne, dass er ihn einsetzt. Okay. Lauf, 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 lauf. Ich will mich nur ein bisschen heilen. Ich würde glatt versuchen, auch gegen ihn Devastators einzusetzen. Okay. Ich habe es geschafft zu entkommen. Das ist gut. Oh je, yeah, ich kann mich verwandeln, um ungesehen zu sein. Warum sollte mir das irgendwas bringen? Das bringt's überhaupt nicht. Okay, ich habe nicht wirklich eine Ahnung, wie ich diesen Kampf hier führen soll. Er wird ja von allen beschossen und nimmt scheinbar auch die ganze Zeit ein bisschen Schaden. Das bedeutet, ich wäre schon fast so weit, dass ich sagen würde, ich laufe durch die Gegend und warte, bis die anderen ihn killen. Das ist quasi die einfachste Methode. Alter, hört auf mich zu schießen. Der Typ ist schlimmer als ich. Nein. Nimm den scheiß Hunter ins Visier. Das macht mich nervös, weil ich meinen Gegner nicht sehen kann. Das bringt überhaupt nichts. Was soll ich dann machen? Also ich habe nicht wirklich herausgefunden, wie ich ihn bitte angreifen soll. Mein Luftangriff bringt überhaupt nichts. So viel habe ich auch schon feststellen müssen. Den kann er einfach abblocken. Das ist natürlich sehr fair. Den stärksten Angriff, den ich habe, den blockt er einfach ab.
Und wenn ich dann mal nah genug an ihm drankommen könnte, werde ich zurückgeschossen von den anderen. Das ergibt natürlich Ultrasinn. Aber das wird knapp. Nee, geschafft. Okay. Ich habe ehrlich keine Ahnung, was ich hier am besten mache. Scheiße! Das war dumm, das war dumm. Oh ja. Oh, der macht doppelt so viel Schaden, wie ich mich heilen kann. Ist ja geil. Ich habe ihm noch keinen Kratzer zugefügt. Das waren alles die anderen Soldaten hier. Ich meine, er greift nur mich an. Das ist also ganz logisch, dass die anderen vielleicht mehr machen können als ich. Ich bin nur die Ablenkung. Aber auf diese Weise dauert der Kampf doch mindestens eine Stunde. Target is still standing. Ja, das habe ich auch bereits festgestellt. Danke, Spiel, für die Info. Ich komme keinen Schritt voran. Das will ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was ich gegen den tun soll. Der ist völlig unbar. Please nerf. Oh, der kann Dinge werfen. Oh, das konnte der andere Hunter, glaube ich, auch. Also der Supreme Hunter. Ist es eigentlich der gleiche? Wahrscheinlich nicht, oder? Ah, das ist wohl kaum der gleiche. Den anderen haben wir gekillt. Glaube ich zumindest. Nee, das war gut zum Ausweichen. Könnt ihr aufhören, auf mich zu schießen? Das bringt nichts. Aber auf mich schießen bringt eigentlich schon mehr, als auf ihn zu schießen. Das stimmt leider. Ich würde gerne versuchen, selbst einen Devastator-Attack zu machen, nur irgendwie... Ich fühle mich nicht gerade so, als hätte ich die Zeit dazu. Wie ging die überhaupt nochmal? Das gucke ich jedes Mal wieder nach. Jede neue Aufnahmesession gucke ich nach, wie ging das überhaupt. Alles hier? Nee, was da? Genau die. Y und B waren es, okay. Ich habe einen wichtigen Knopf gerade ausgelassen. Hätte ich nicht tun sollen. Ich versuche es einfach mal. Ich glaube, das bringt überhaupt nichts. Nee, ich habe mehr Schaden gefressen als er dabei. Weil er mich halt trotzdem noch erwischt hat. Grab? Ich versuch's gerade. Ah. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Das ging damals auch. Stimmt, das ging damals auch bei dem Kampf. Damals ist ja schon Ewigkeiten her. Ja, es fühlt sich auch schon relativ lange an. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange es wirklich her ist. Ich habe immer noch keinen Plan, was ich jetzt hier am besten mache. Wobei, ich habe eine Idee. Wahrscheinlich eine ziemlich dumme Idee, aber ich habe eine Idee. Er kann ja auch diesen Angriff, wo die Stacheln aus dem Boden schießen. Wenn ich dem ausweiche, dauert es eine Zeit, bis er sich wieder bewegen kann. In der Zeit könnte ich vielleicht wieder ein paar Soldaten mir krallen. Da brauche ich gar nicht hin. Genau den Angriff, den er gerade macht. So, derzeit kann ich mich wieder auffüllen. Und dann das machen. Aber diesmal stand sie nicht, diesmal stand sie nicht und ich komme nicht weg. Okay, das war nicht gut. Aber ich habe ihn... Oh, er hat schon über die Hälfte verloren. Gut. Und er heilt sich ja im Gegensatz zu mir nicht. In der Theorie heile ich mich ja auch, wenn ich einfach nur... What the fuck? Ich bin zwar ausgewichen, aber es hat wohl nicht mehr gereicht. In der Theorie heile ich mich ja auch, wenn ich lange genug keinen Schaden nehme. Nur, genau, das ist der Punkt. Versuch mal, hier keinen Schaden zu nehmen. Wenn die Soldaten gerade nicht auf ihn schießen, schießen sie nämlich auf mich. Den Typen niemals, wenn ich so weitermache. Ich brauche eh einen vernünftigen Plan. Ich
wäre ja fast versucht, mich auch hier wieder aus dem Internet schlau zu machen, wie man den am einfachsten besiegen kann. Allerdings, ganz ehrlich, dafür, dass ich hier überhaupt keine Ahnung habe, was ich hier tue, hat der schon ziemlich viel Schaden gefressen. Und ich würde gerade gerne mal wieder einen Gegner greifen können. Huch. Was? Ach scheiße, jetzt habe ich mir Schaden gefressen. Das bringt überhaupt nichts. Das bringt überhaupt nichts. In einer Minute kriegt ihr nie im Leben down. Also die Minute machen wir jetzt noch, auch wenn ich glaube, dass ich das nicht schaffe. Läuft es also irgendwo doch auf Zeit und es wird mir nur nicht angezeigt, oder wie läuft das? Aber falls ja, ist das mies. Ja, mit einem Schlag hat er mir die Hälfte des Lebens abgezogen. What the fuck? Ach, der Schlag war das. Lauf, Alex, wir haben keine Zeit. Ich habe jetzt vorhin auch keine Heilung mehr. Ich bin tot. Und der lebt immer noch. Nee, das packe ich nicht. Okay, da fuck, wie soll ich das denn machen? Wenn es das, wenn das auf Zeit läuft, ich habe nicht die Zeit, den Typen Platz zu machen. Ich habe nicht mal die Zeit, ihn anzugreifen. Okay, schön. Das bedeutet beim nächsten Mal ein neuer Versuch. Yay. New York destroyed. Oh, Entschuldigung, dass ich, dass das Ganze auf Zeit läuft, die mir nicht angezeigt wird. Und ich deshalb nicht weiß, was ich tun soll. Ich weiß auch so nicht, was ich tun soll. Beim nächsten Mal einmal versuche ich es noch und danach suche ich mir wieder Tipps aus dem Internet. Ich habe nach jetzigem Stand keine Ahnung, wie ich den vernünftig bekämpfen soll. Das, was ich mache, scheint mir so die Methode, die funktioniert. Gut, vielleicht mit ein bisschen weniger wegrennen. Ich muss irgendwie wieder die Zeiten finden, in denen er sich kurz nicht bewegen kann oder so, und in denen angreifen. Was allerdings auch nicht viel bringt. Na, was soll's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.